Hallo und herzlich willkommen in unserem neuen Video. Heute möchte ich euch von unseren Erfahrungen mit der neuen Aufbaubatterie berichten und ich möchte euch zeigen, wie wir das und das wieder in Ordnung bringen. Wenn euch das interessiert, bleibt dran und schaut zu. Wir haben uns ja eine neue Batterie in unserem Wohnmobil eingebaut. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, schaut am besten erstmal in dem Kanal und findet das Video. Da könnt ihr erstmal sehen, wie ich die Batterie eingebaut habe und ich habe auch noch einen Laderegler verbaut. Was es damit auf sich hat, könnt ihr in diesem Video am besten sehen. Da musste ich auch etwas ergänzen. Einer unserer Zuschauer hat uns nämlich geschrieben, dass wir diese beiden Laderegler in einem Netzwerk zusammenschalten können. Das wusste ich nicht und deshalb habe ich das erstmal ausprobiert. Dazu habe ich auch schon ein kleines Video aufgenommen, was wir euch jetzt erstmal zeigen werden. So, nachdem wir den Empfänger jetzt angeschlossen haben, können wir uns mit der App verbinden. Das habe ich schon mal getan. Ist auch ganz einfach. Und jetzt sieht man schon, jetzt werden beide Laderegler da oben angezeigt. Die arbeiten jetzt aber immer noch unabhängig voneinander. Das heißt, die müssen wir noch zu einem Netzwerk zusammenfügen. Und das ist auch gar nicht so schwer. Man wählt sich einen der Laderegler aus. So, dann tippt man oben auf dieses Zahnrad. Ungesicherter Zugriff. Ja, ich muss den PIN noch ändern, das mache ich später. So, hier steht jetzt Smart Networking. Das wählen wir aus und dann sagen wir ein Netzwerk erstellen. Netzwerkname heißt in diesem Fall Ivo Füchse. So, jetzt macht er da irgendwas. Das Netzwerk wurde erfolgreich konfiguriert und wartet auf die Freigabe der Daten. Okay. So, das haben wir jetzt für den einen Laderegler gemacht. Das gleiche machen wir jetzt noch für den anderen. Ich glaube, das war dieser. Wieder auf das Zahnrad. Smart Networking. Bestehendem Netzwerk beitreten. Ivo Füchse. Okay. Das Netzwerk wurde erfolgreich konfiguriert und wartet. Dieses Netzwerk wurde erfolgreich konfiguriert und empfängt gerade Daten. So, man kann jetzt quasi schon sehen, dass die beiden Geräte die Daten untereinander austauschen. Das heißt, die sprechen sich ab und machen beide das Gleiche und laden die Batterie optimal auf. So. Vorher war es so, der eine Laderegler hat das gemacht, was er meint, was jetzt gerade richtig ist, und der andere genauso. Und jetzt sprechen sich beide ab und machen beide das Gleiche. Das ist natürlich wesentlich komfortabler. So. Hier oben kann man auch sehen, dass dieses Gerät in einem Netzwerk arbeitet. Und bei dem anderen sieht es dann auch so aus. Zack, da ist es. Ja, PIN ändere ich später. So, das war's schon. Gar nicht schwer, total einfach. Auf unserer letzten Schwedenreise hatten wir genug Möglichkeiten, unsere Batterie ausgiebig zu testen. Wir haben relativ schnell bemerkt, dass die Kapazität so groß ist, dass wir diesen Strom gar nicht so verbrauchen können. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, nachts den Kühlschrank auf 12 Volt laufen zu lassen. Das funktioniert ganz gut. Die Batterie hatte morgens so ungefähr noch 40% ihrer Kapazität. Wir haben den Kühlschrank dann tagsüber wieder auf Gas gestellt und die Solarzellen haben das dann wieder aufgeladen, je nachdem wie die Sonne scheint, auf 80 bis 90%. Und wir konnten den Strom tagsüber ganz normal nutzen, wie wir es eigentlich immer getan haben.
und wir hatten immer reichlich Strom zur Verfügung. Während nachts der Kühlschrank auf 12 Volt läuft, haben wir tagsüber ganz normal unsere Verbraucher benutzt, die wahrscheinlich jeder von euch benutzt. Wir haben sämtliche Ladegeräte verwendet, sei es für die Laptops, sei es für die Kameras, für was auch immer, für die Fahrräder. Wir haben unsere Fahrräder aufgeladen. Das dauert für gewöhnlich ja auch immer sehr lange und verbraucht auch eigentlich relativ viel Strom. Hat aber alles gut funktioniert. Wir hatten die ganze Zeit eigentlich immer genug Strom. Wir hatten sogar an zwei Tagen unsere Heißluftfritteuse ausprobiert, beziehungsweise wir haben uns Pommes gemacht und das ging einwandfrei. Wir hatten so ein bisschen das Bedenken, ob die Energie wohl ausreicht, um so eine Heißluftfritteuse zu betreiben, denn sie hat A, eine hohe Leistung und sie ist relativ lange an, wenn man da eine Portion Pommes machen will. Aber es hat gut funktioniert. Wir hatten die Fritteuse ungefähr 50 Minuten an und wir hatten einen Verbrauch von der Batterie von 35%. Das zumindest hat uns die App angezeigt. Und wie gesagt, es hat einwandfrei funktioniert. Allerdings hatten wir zweimal die Situation, dass sich die Batterie, als das Wohnmobil zu Hause stand, irgendwie ausgeschaltet hat, weil sie zu wenig Ladung hatte und ich weiß den Grund nicht. Es ist etwas merkwürdig, wir haben ja so eine App, die den aktuellen Ladestand der Batterie in Prozent anzeigt und obwohl diese Anzeige einen Wert von 50 oder 60% angezeigt hat, war die Batterie 2-3 Tage später ausgeschaltet, sprich sie war leer, die Spannung war zu wenig und die Batterie, das BMS hat die Batterie ausgeschaltet. Den Grund dafür weiß ich nicht. Ich habe auch mal geguckt, ob ich vergessen habe, irgendwas auszuschalten oder irgendwie sowas, aber das war nicht so. Das ist das Einzige, was ich jetzt sagen kann, was nicht ganz so gut ist. Woran es liegt, weiß ich nicht. Ob es an der Batterie liegt, an der App selber liegt oder vielleicht kann die App oder die Batterie es gar nicht merken, wenn niedrige Ströme verbraucht werden und zählt dann die Prozente nicht runter oder irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn die Batterie aber an den Solarzellen ist und die Solarzellen eingeschaltet sind und immer schön geladen wird, gibt es eigentlich keine Probleme. Am letzten Wochenende waren wir auf einem Stellplatz in den Niederlanden und an diesem Wochenende war es sehr heiß. Wir haben abends mal ausprobiert, eine Stunde circa vor dem Schlafengehen unsere Klimaanlage mal einzuschalten, sprich über Batterie laufen zu lassen. Und ich muss sagen, das hat wunderbar funktioniert. Wir hatten die Klimaanlage so, glaube ich, eine Stunde und 20 Minuten circa laufen. Und wir haben eine Kapazität von 30% verbraucht. Das war schon ganz angenehm. So war die Luft hier drin so weit runtergekühlt, dass man sich ordentlich zum Schlafen legen konnte. Und das war sehr angenehm. In dem Einbauvideo konntet ihr auch sehen, dass ich zwei Hauptschalter verbaut habe. Der eine ist dafür da, um die Batterie komplett vom Bordnetz zu trennen. Und mit dem anderen kann ich die Solaranlage ein- und ausschalten. Sprich, dass die Batterie lädt oder nicht lädt. Wie sich herausgestellt hat, war das komplett überflüssig, denn es gibt die Möglichkeit über Bluetooth beide Laderegler ein- und auszuschalten. Das wusste ich nicht. All diese Erfahrungen mit der Batterie haben wir gemacht bei gutem und sonnigem Wetter. Wie sich's im Herbst verhält, wenn die Sonne nicht mehr ganz so gut scheint, schauen wir mal. Aber auch dazu werde ich dann berichten. Beim letzten Wochenendtrip hat unser Verdunklungsrollo im Badezimmer seinen Geist aufgegeben. Ich zeige es euch mal. Hier hängen irgendwelche Schnüre raus. Das ist alles nicht mehr ganz so fest und gerade. Man kann es zwar verwenden, aber ist nicht schön. Das wollen wir auf jeden Fall erneuern. Ich habe auch schon Ersatz besorgt und wie einfach das auszutauschen geht, möchte ich euch zeigen. Allerdings haben wir uns dazu entschlossen, das neue Verdunklungsrollo nicht hier im Bad einzubauen, sondern im Alkoven. Und dafür werden wir das Verdunklungsrollo aus dem Alkoven ins Bad bauen. Der Grund dafür ist, dass die Verdunklung ein bisschen defekt ist, dass es scheint schon mal ein bisschen Licht durch und wir wollen gerne das neue im Alkoven haben und da die Verdunklung im Bad nicht ganz so wichtig ist, bauen wir das vom Alkoven hier ein. Dazu gibt es eine lustige Geschichte. Und zwar hatten wir, als wir das Wohnmobil mal vorbereitet haben für eine Reise, die Dachfenster aufgemacht, dieses Rollo zugemacht, weil die Sonne reinschien. Und unsere Katze, die immer ums Wohnmobil rumschlich und immer sehr neugierig war, was wir da drinnen wohl machen, wollte auch mal gucken kommen und ist dann übers Dach geklettert und auf das geschlossene Rollo gesprungen
und ist dann samt Rollo in den Alkoven gefallen. Sie hat danach fluchtartig das Wohnmobil verlassen und wollte da nie mehr was von wissen. Diese Rollos kriegt man ganz einfach ab. Man muss nur entweder mit dem Finger hier hinterkommen oder man nimmt irgendwie einen scharfen Gegenstand, einen Schraubendreher oder ähnliches, hakt das dahinter und dann kann man das einfach so abziehen und lösen. So einfach geht's ab. Genauso einfach, wie es abgeht, sollte es auch wieder dran gehen. Dazu muss man einfach, ich weiß gar nicht, ob man sieht, hier sind solche Klammern, die müssen einfach hier oben einrasten und dann hält das Ganze schon. Die einzige Schwierigkeit ist jetzt, das zu finden, dass das genau in dieser Nut da oben passt, aber das geht. Perfekt. Das ist jetzt das neue Verdunklungsrollo und hier sieht man diese Klammern. Die haben solche kleinen Haken dran und die müssen einfach hier oben in dieser Nut rein und dann rasten die da ein und halten relativ fest. Sieht man es? Ja, nicht wirklich, aber doch, so geht's. Und schon hängt's. War ein bisschen fummelig, aber es ging. Schon etwas länger kaputt ist dieser Fensteraufsteller von unserem Seitenfenster. Und bei der Bestellung war ich mir nicht sicher, ist das jetzt die rechte Seite oder die linke Seite? Wo ist jetzt rechts oder links? Ich habe herausgefunden, dass die rechte Seite bzw. die linke Seite immer so betrachtet wird, als wenn man von innen rausschaut. Das heißt, wenn ich im Wohnmobil sitze, ist der Dämpfer an der rechten Seite der Dämpfer der rechten Seite. Es sieht einfach aus, den Aufsteller auszutauschen. Man muss, so wie es aussieht, nur drei Schrauben lösen. Dann hat man das alte Ding schon in der Hand und kann den neuen montieren. Ob es wirklich so einfach ist, das probiere ich jetzt mal aus. So, ab ist er schon mal. Jetzt geht's in umgekehrter Reihenfolge mit dem neuen wieder weiter. Wie es halt manchmal so ist, wenn man einfach mal eben irgendwas austauschen will, geht es dann doch nicht so einfach. Der Grund dafür ist ganz einfach, die Löcher in dem alten Teil sind größer als die Löcher in dem neuen Teil. Und somit passen die Schrauben da nicht rein. Das heißt, wir müssen erstmal die Löcher vergrößern. Fensteraufsteller ist auch angebracht. Alles funktioniert wieder. Evo ist wieder in bestem Zustand. Ich habe diese Teile, dieses Rollo und diesen Aufsteller im gängigen Campingzubehör bestellt. Ich habe für beide Sachen insgesamt ca. 80 Euro bezahlt. Ist nicht ganz billig, aber gut. Was sein muss, muss sein. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, schreibt mir einen Kommentar, wenn ihr wollt und abonniert den Kanal.
dann verpasst ihr kein Video mehr von uns. Wir sehen uns sicherlich bald wieder. Bis dann. Tschüss. Allerdings haben wir uns dazu entschlossen, das neue Verdunstung... Blah. Jetzt fällt die Kamera um. Nachdem wir den Empfänger angeschlossen haben, kann man in der SEP... Boah, laber hier eine Scheiße.